davon noch essen, dann gebe ich sie dir. Nee, laut Roadmap sollten 2015 welche kommen, die von der Fertigungsstruktur noch niedriger sind. Ja gut, das kann sein, ja. Die sind jetzt, glaube ich, 14. Nee, die sind jetzt, glaube ich, Nickte. Das kannst du alles nehmen, außer die SKS, wenn du willst. Wie gut schneiden die neuen CPUs ab mit den 6 Kernen? Ich hab doch schon 8 Kerne, oder? Kommen die noch? Ja, aber der 8 Kerne, das ist die 1000 Euro CPU. Was Spiele angeht, die gut mit mehr Kernen skalieren, wie Battlefield, kommen sie auf selbe hinaus wie der 4770K. Und ja, was Single-Core-Anwendung angeht, sind sie halt natürlich ein Stück weit unter dem 4770K. Weil die halt vom Takt ein bisschen geringer sind. Der ist halt ein bisschen weniger Takt. Ja. Es geht ja auch wirklich nicht von meinem da weit auf. Nein. Spieletechnisch lohnt sich das für, also ich werde nicht mehr FPS dadurch haben. Außer beim Stream halt. Es geht da nur darum, dass halt mehr zwei Kerne noch zur Verfügung sind, die halt das Bildsignal, beziehungsweise ja, das Bildsignal rendern kann. Wahrscheinlich. Beziehungsweise dann vier dann. Ende des. Wann kommen neue Videografikkarten? Die kommen jetzt. Okay. Die sind jetzt, glaube ich, vorgestellt worden, oder? Jetzt, morgen oder so, kommen die 9er Generation, 89. Sollen gut, um die 500 kosten. Ja, dann warte ich ein bisschen ab zum Weihnachtsgeschäft und dann kaufe ich mir dann eine neue. Ich will es auch von AMD weg und auf Nvidia. Ui. Haben wir dich endlich so. Die sollen ja, eigentlich auch relativ gut sein. Das ist ganz einfach, keine Ahnung. AMD und dann Battlefield Crashes und so. Mitgehen. Ich könnte 1080p streamen, aber A, verliere ich ein gutes Stück weit FPS und B, du kannst halt, das müsste ich jetzt H264 erklären. Umso länger ich den rechnen lasse an einen Frame, umso besser sieht das aus. Das heißt, die Quali wird dadurch auch besser, wenn du halt eine bessere CPU hast. Willst, ne? Nimm, ich lasse das hier liegen jetzt. Ich bin ready. Ja, dann los zum Airfield, bitte. Mhm. Du kannst halt die CPU nur kurz, die Frames, die 30 Frames, die du brauchst, für den Stream ganz kurz rechnen lassen, dann sieht's halt schlechter aus, weil der halt sich nicht so viel Zeit nimmt, das zu komprimieren. Aber umso länger du den halt rechnen lässt, umso mehr CPU-Power braucht es halt auch. Und vor allem, ich weiß auch nicht, ob ich auf 1080p gehe. Kann auch gut sein, dass ich auf 720p mit irgendwie 48 FPS gehe. Dann sieht der Stream flüssiger aus. Aber das wären halt auch wieder 18 Frames, die CPU mehr encodieren müsste. Nee, AMD wäre nur eine Option für einen Streaming-PC, aber AMD lohnt sich nicht zu kaufen, wenn du damit zocken und gleichzeitig streamen willst, außer du machst halt Low-Budget-PC. Dann kannst du natürlich mit AMD-CPUs relativ günstig einen 8-Kerner schießen für 130 Euro. Aber der 8-Kerner hat niemals die Leistung von dem 6-Kerner bzw. 12-Kerner von Intel. Schau, Fabi. Fett Loot. Hammer Loot, ne? Eigentlich müssten wir Helme tauschen, ne? Wieso? Weil ich den Gurkha-Helm hast, du die Gurkha und du hast den normalen TTS-GO-Helm. Willst du tauschen? Ist das wohl? Ich will das mal sehen an dir. Alter. Auch irgendwie unpassend aus für dich. Das ist Hammer, Lord. Ich fühle mich wie Lord Helmchen dann aus Star Wars. Das ist Hammer übertrieben. Viel Spaß damit. Alter. Was ist da los? Das ist cool aber aus, dein Helm. Ja, aber ey, passt Gurke. Aber auch nicht, finde ich. Passt find überhaupt nicht. Finde ich auch nicht, nee, überhaupt nicht. Boah, Lord Helmchen, ey. Ja, mitgehen, dann drehen wir das Encoding von super fast auf slow ist übertrieben. Medium.
oder nur noch auf Fast. Und dann guck mal, wie deine CPU abrüffeln wird. Wenn du 1080p auf Medium encodierst. Die bricht richtig ein. Man kann die Gasmaske darunter anziehen, okay? Wenn wir mal eine finden. Ja, man kann momentan noch alles darunter anziehen. Ich hatte ja auch noch normale Mützen darunter letzt noch an. Kommt ein Zombie, warte, ich axte den schnell, der wird uns sonst ewig verfolgen. Walter, warum... Ja, macht er noch. Was ich für eine... Oh Gott, scheiße, daran habe ich gar nicht gedacht. Scheiße. Die 101. Ja, die 101 habe ich noch, aber wo habe ich jetzt die scheiß Mosin gedroppt? Mach dein Field of View ganz hoch und dann guck. Weil das Item aus Zulfarag ist so lustig, Lukas. Da wird's hier mal im Einhalt durchkommen und hab einen Stock auf dem Rücken als Vorlock. Ted Turner, vielen Dank für deinen Follow. What the fuck? Ja, das ist ein Stock als Offhand und jetzt ist der da auf dem Rücken die ganze Zeit. Ruffel, ey, lol. Ich brauch noch mal so einen Stock für die Main hin. Der auch auf dem Rücken. Alter, ich seh die nicht. Keine Ahnung, wo man die. Ob es da noch so einen Stock gibt. Warte, ich guck auch nochmal. Field of View. Ich hab jetzt 4 Teile bekommen im C. Ja, hab ich richtig Glück gehabt. Leider die Brust nicht, aber dafür habe ich die Schultern. Boah, da kriegt man voll den Augenkrebs. Ja, ich sag doch, da kriegt man voll Augenkrebs bei. Es gibt Leute, die spielen so, ne? Ja, es gibt echt Leute, die spielen so. Ich find's, wenn ich von oben auf den Boden gucke, geht's noch, aber wenn ich dann gerade gucke, dann denke ich mir, boah, alles steht. Nee, bei mir ist genau andersrum. Wenn ich gerade gucke, ist gut. Ja. Wenn ich oben auf den Boden gucke, dann denke ich, ich muss das auch ausmachen, ne? Ich krieg da echt Augenkrebs bei. Du hast sie doch, wo hast du sie denn rausgezogen? Ja, ich bin mitten gelaufen mit dem. Und dann bin ich auch vor und zurück gelaufen mit dem Scheißding. Weil dann natürlich, während der die Axt rausgeholt hat, natürlich auch wieder voll rumgeeiert hat. Da. Ja, wo bist du damit gelaufen? Ja, hier ungefähr. Ich bin hier gekommen, hab gesehen, oh, Zombie, und hab dann versucht, die zu ziehen. Wo hat er sie denn gezogen, ist die Frage. Ja, das weiß ich nicht mehr. Ich hab darüber noch nicht nachgedacht. Also ich hab mir gespeichert, wo der die Waffe zieht oder nicht. Oh, geil. Ja, rest in peace, okay. Ich hab halt vorhin die ganze Zeit nichts auf dem Rücken, hab noch nicht drüber nachgedacht. Ja. Du hast eine SKS mit Munition, oder? Ja. Okay. Und dann go. Super, ey. Ja, was soll ich denn machen? Hier. Weiß ich nicht, die muss ihn wiederfinden. Ich hab ne Makarov. Da, ich hab auch noch da, 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 da! Oh, ich hab sie! Hui! Alter. Ciao, Jupp! Moin, Onkel D. Onkelt. Onkelt. Ja, Affe, genau deswegen brauche ich eine bessere CPU auch, damit das nicht mehr so pixelt. Wobei DayZ sowieso die größte Bitch ist, was das angeht, weil das ganze Gras und so ist halt, ja, für den Arsch. Immer jetzt abwechselnd, einer lootet, einer guckt. Wie die heißt, die hat Martin G502. Ich habe die G402, Proteus oder so heißt die von Martin. Meine heißt ja. Hyperion Fury. Da sind Gewichte und so ein Zeug mit bei, ja. Bei mir hoch, Mann. Ja, nee, bei dir sind Gewichte mit bei mir nicht. Ich bin in der Barrack. Bei mir ist Rundumpaket dabei. Ne, ja, du hast einen Laser, oder? Weil das hier ist optisch. Komplett weggelootet alles. Okay. Willst du das Gefängnis jetzt machen? Mhm. Bist du schon draußen? Ich sehe dich nicht. Ja, ich bin gleich am Gefängnis. Okay. Ah, da. Ist offen.
Boah, ist ungewohnt, dass du so schnell hier hochdüst, ey. Ist nur noch Crap, Mützen und so ein Scheiß. Ja, komm wieder raus. Kein Plan. Das Einzige, was ich glaube ich vielleicht noch lohnen würde, wäre zu den Zelten zu gehen. Denke ich auch. Einmal vielleicht noch die Barrick auf dem Weg mitnehmen, warum nicht, aber... Also willst du doch auf die andere Seite noch laufen. Also eigentlich... Bei mir ist Wurst. Mir Wurst, ja. Na, lass Zelte. Komm, scheiß drauf. Scheiß auf diese Barrick. Lauf schon auf der linken Seite, ne? Naja, ich lass die Waffe aber gehoben, weil falls ich wen treffen muss, ja, darf der nicht so eiern. Mhm. Ja, der Helm ist ganz lustig. Ich finde ihn echt ein bisschen zu groß. Aber, naja. Das Problem ist wirklich, dass der wirklich so groß ist und ein bisschen blendet auch noch, also das Visier, wenn man es dran macht. Also eigentlich ist man nur auffälliger, also ist er schlechter im Grunde. Ja, mit dem Visier auf jeden Fall, ja. Aber naja. Ich glaube aber, wenn dich jemand sieht, also wenn jemand dein Visier gesehen hätte, hätte der wahrscheinlich dich auch so gesehen, wenn das Visier nicht dran hättest. Wahrscheinlich. Ja. Fliegt dir nicht ständig vom Server? Nö, es geht. Also die Server restarten ab und zu mal fröhlich, wie sie lustig sind, oder laggen einfach mal ohne Ende. Aber vom Server fliegen? Nein. Mit Gasmaske, ja, wenn wir mal eine Gasmaske finden, knall ich die mal darunter. Kannst du irgendein gutes Headset empfehlen? Headsets empfehlen ist ganz, ganz schwer, weil die Leute da sehr, sehr, sehr unterschiedliche Ansprüche haben. Die einen wollen eher ein leichtes Headset, wie ich. Die anderen wollen ein Headset, was so deine Ohren komplett umschließt, wo du nichts von der Außenwelt hörst. Im Allgemeinen kann ich Sennheiser empfehlen. Die machen gute Headsets. Aber was du da haben möchtest, musst du selbst entscheiden, Ellie. Fünf Granaten, wo habt ihr die? Achso, gut, gibt's mittlerweile ein paar Rücken. Ich habe auch eine Flashbang, hab Grabbel, ich. Grabbel. Du hast auch eine Flashbang? Ich habe eine Flashbang vorhin gefunden. Ich weiß eh nicht, wie man gescheit flashen soll, ey. Oh. Ohne sich dann beide selbst zu flashen. Keine Ahnung, ich auch nicht. Höchstens, wenn du im Gebäude Kampf hast, in den Flur werfen oder so, dann... Ja. Okay, Airfield macht mich immer so ein bisschen nervös. Echt? Mich überhaupt nicht irgendwie. Bäre finde ich immer schlimm. Das hier ist ein. Nee, weil Bäre, da weißt du wenigstens, da sind nicht so viele Tannen, weißt du? Ich habe halt permanent das irgendwo, braucht nur irgendjemand in einer Tanne sitzen und einfach warten. Er macht und du bist tot. Und du musst halt. Dann ist das halt so, denke ich mir nur. Ja, klar ist das dann halt so, aber. Ich bleib hier in den Tannen und scoute von hinten. Kannst du machen. Das wäre dumm, wenn ich mitkomme.
Ist für die neue Grafikkarte gedacht und dann heißt Hendrik? GTX 89. Die müsste auch mittlerweile schon Benchmarks geben. Also die haben jetzt wieder eine Zahl übersprungen von 7, von der 7er Generation sind sie jetzt auf die 9er Generation. Müsste die 89 sein. Ich weiß nicht, ob heute schon der offizielle Release ist oder morgen. Irgendwann. Auf jeden Fall gibt es schon die ersten Benchmarks auch. Es gibt auch Bilder, weiß ich nicht, von Zotac ja. oder so seit einer Woche. Keine Ahnung. Wie so. Aber das ist jetzt gerade so die Zeit, wo die gerade rauskommen. Irgendwie heute, morgen. Gestern. Bin mir nicht genau sicher. Da macht der scheiß Gas platt, ey. So, du liegst jetzt da hinten, das heißt ja so viel wie, wenn hier wer ist, darf ich schießen. Ja, ja. Hast du dir da die Banks schon angeschaut? Die was? Benchmark? Wenn ich mal, ja. Nicht wirklich, aber, also ja, ein schon, zwei schon, aber die ist halt, die Generation wird nicht unbedingt sehr viel mehr Power haben, was ich gesehen habe, aber halt deutlich weniger Verlustleistung und deutlich weniger Stromverbrauch. Die Ti, die zieht halt richtig ordentlich. Aber die ist auf jeden Fall schneller als so eine Ti. Und kostet halt nur 500 dann, wenn sie rauskommt. Was kostet die Ti? 780. Die kostet jetzt immer noch so 50, also für unter 500 eine Ti zu kriegen, ist großes Glück. Okay. Die Ti war mal 700. Ist dann halt immer ein Stückchen bei so runtergegangen und wird jetzt wahrscheinlich dann auch, sobald die Generation rauskommt, noch ein Stückchen weiterfahren. Aber irgendwie was waren das 10% schneller als eine Ti oder so, muss das ungefähr sein. Macht die irgendwann mal ein PvP-Tipp-Video, ja, ich habe mir da schon ein paar Sachen überlegt, aber ja, irgendwann das in der Richtung wird es vielleicht mal geben, aber es ist nicht so einfach. Entweder wurde das hier schon gelootet oder das ist übelst der Fail. Hello Boost, vielen Dank für den Follow. Naja, vorhin war ja auch schon alles gelootet. Kann ja gut sein, dass es schon gelootet war. Lega, vielen Dank für dein Follow. Gute Obst haben sie nicht mitgenommen hier hinten. Waffe hinwerfen und drin. Bester PvP-Tipp. Zigzag! Bester PvP-Tipp in Bewegung bleiben. Ja. Möge der Lag mit dir sein. Möge der Lag mit dir sein. Du musst mit dem Lag spielen, das ist eigentlich so das Wichtigste im PvP. Oh nein, die Gorka Pens nimmt der jetzt echt 4 Slots weg. Ah. Nö. Was ich auf dem Rücken habe, ist eine 101, aber ohne Magazin. Hast du vielleicht irgendein Magazin gefunden? Nee, natürlich nicht. Deswegen sage ich ja, hier ist ultimativer Müllloot hier. 50 Wasserflaschen und. Ja, wollen wir nochmal hoch zum Secret-Gefängnis fahren und dann umlaufen? Ich glaube, hier ist ja eh nichts los. Wo ist ein Kompensator? Ja, nimm mal mit. Hab jetzt wirklich jedes Feld gerade gelootet, ist gar nichts gewesen. Ich hab ein bisschen Paprika und so und Zucchini und keine Ahnung. Ich laufe. Ich seh dich. Also ich hoffe, dass ich dich sehe. Ich komm bald von der Tanne gelaufen, ne? Alter, die Sonne blendet so hart. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob... Aber das sind auch wieder diese Tageszeiten, die mega kacke sind, irgendwie, auf allen Servern. Seit dem Patch permanent komische Serverzeiten, wo immer die Sonne blendet, wie so ein Schnitzel. Hendrik, ich wäre mal für ein Wettrennen mit Aufgaben. Square, vielen Dank für den Follow. Das Problem ist, ein Wettrennen mit Aufgaben kannst du halt in DayZ nicht
gescheit überwachen oder so. Du hast keinen Admin. Ich müsste eigentlich Hacks dafür benutzen, um den Leuten hinterher zu porten, um zu gucken, ob die auch langlaufen, ob die alles gescheit machen und so. Die Leute können ja übelst bescheißen oder einfach aufhören oder denen kann sonst was passieren in DayZ. DayZ ist nicht irgendwie das Spiel, wo man irgendwie so coolen Scheiß machen kann. Du bräuchtest halt die Möglichkeit, irgendwie den Leuten hinterher zu fliegen oder so ein Scheiß. Das hier ist halt nicht Minecraft, keine Ahnung. Ich würde halt sagen, alle laufen dort und dorthin. Und ja, dann stehe ich da und warte drauf, dass die Leute da ankommen oder sowas. Macht ihr irgendwann ein Community-Treffen? Fred, bitte kein Caps Lock. Und ja, machen wir hin und wieder. Und wir machen nur hin und wieder Community-Events. Wenn du subscribest dem Channel, kannst du auch hin und wieder in Special Community Events mitspielen, wo ich mit den Leuten zocke. Hast du noch nichts gesehen, ne? No. Mann, so ein 1-1 Magazin kann doch nicht. Meint ein Real-Life-Treffen? Nee, Real-Life-Treffen wird es wahrscheinlich nicht geben. Zumal ich da auch mitten am Arsch der Welt für wohne. Eigentlich sollte das nicht so schwer sein, ne? Hast du das hier schon aufgemacht? Bist du hier schon drin? Nein, ich laufe gerade einmal komplett rum. Okay, ist komplett offen. Jetzt erst im Gebiet. Ich gehe rein, ist komplett offen. Mhm. Hat dein Server ein Passwort? Was bin meinst auch du? Reingegangen. Teamspeak? Ja. DayZ? Nein. Ich bin unten drin, ne? Ja. Kommt ein Zombo. Zombo! Nein, hier liegt nur noch eine Hose. Alter. Und Saline. Alle Black Pearl, das ist genau dasselbe Problem wie mit 1000 Fragezeichen. Das nervt einfach, wenn man dauerhaft Caps Lock schreibt, um aufmerksam zu kriegen. Das ist sehr, sehr aufdringlich. Ja, genauso wie 1000 Fragezeichen. Bitte auch das nicht. Dein Lehrer hat dir doch bestimmt auch schon mal gesagt, wenn du dich gemeldet hast und alle anderen melden sich auch, dass das Schnipsen sehr, sehr unangenehm ist dann irgendwie. Ich will! Genau. Es ist im Grunde genommen. Es sei denn, die ganze Klasse schnippt im Takt. Das wäre wieder cool. Das wäre verdammt cool. Das müsste man eigentlich mal machen und so alle. Gleichzeitig, das wäre richtig genial. Und dann kommen die Leute von Glee und super Tanze kacken. Ja, dann ist High School Musical geht dann los. High School Musical, ja. Ja, das ist ja Glee. Achso, ist ja, auch keine Ahnung, wo soll ich das wissen? Du bist schon wieder informiert. Schwuchtel, ey. Ich bin informiert, weil Schwuchtel. Das in Community auf die Schippe genommen wird. Du bist schwul. Schau es dir erst Gemüse an. 1, 2 und 3, immer hintereinander. Nein, ich habe Community gesehen, Staffel 3 Folge, ich weiß es nicht. Moin Chili Joe. Wuchtel. Penis. Was sagst du, Alter? Du was? Streamst du mit OBS? Ja. Gott. Weil das OBS kostenlos ist, ist echt gut. Super gut, Alter. Also ich wüsste nicht, wozu ich X-Split da benutzen wollen würde. So. Der X-Split nicht, aber Wirecast ist für ihn nochmal ein Stück besser. Aber ist auch teuer. Hast du? Nee, da war jetzt habe ich. Ach, scheiße. Ja, der bin denn. Welche Auflösung und welche Frames, Henrik? Ja, 720p, 30 FPS momentan. Ich stelle wahrscheinlich, wenn ich dann die neue CPU habe, ein bisschen an den Einstellungen rum. Und auch wenn ich die zweite Netzwerkkarte habe. Die wird noch ein bisschen bessere Qualität geben, auf jeden Fall.
Ja, wir gehen in Vanguard. Thema Wechsel, weiter. Na, du könntest aufs TS kommen, aber ob du mit uns redest, weiß ich nicht. Und Hendrik schreibt man bestimmt nicht so. Das muss ich jetzt ansprechen, weil Lohr, das habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist schon, it's a new one. Ja, du kannst gerne aufs TS kommen, dann aber du darfst dann nur den Endless A Channel. Das ist der einzige Channel für Leute, die extra fragen müssen. Hendrik. Please wait. Mach mal ganz kurz Licht an. Ob wir schon mal nachts unterwegs waren. Wir haben in der Mod damals ganz viel nachts gespielt. Ansonsten ist es schwierig, Nachtserver zu finden. Und momentan in der Standalone waren wir nachts wirklich noch nie unterwegs eigentlich. Nicht wirklich. Das doch, ganz am Anfang. Was? Da, ganz am Anfang, als die Titan so kacke waren, dass es einfach nicht nach europäischer Zeit ging. Da haben wir nachts auch Standalone gespielt. Mhm. Ganz am Anfang. Da ging es nämlich nie anders. Gestern waren wir nachts unterwegs auf den Servern. Ja. Alleine. Stimmt. Doch, stimmt. Problem an der Nacht in Daisy ist, dass alle ihr Gamma hochdrehen wie die Wilden und dann hast du eigentlich nur noch ein Daisy in Schwarz-Weiß. Du hast solche Penner wie Hendrik und ich, die einen Monitor haben, der das wegmacht, die dunklen Stellen, ja, das hell macht. Der macht im Grunde genommen dasselbe, ja. Ja, aber besser. Da sieht das Spiel dann, da sieht es dann nicht so übersteuert aus, wie wenn du die Gamma hochdreht. Ja, sieht stimmt. Richtig gut aus, dann einfach nur sehr dunkel halt. Na, wenn du es auf 10 drehst, dann sieht das auch schon relativ überstrahlt aus. Da. Aber auf 10 fand ich auch voll übertrieben. Bist du auch da? Naja, hinter dir. Oh ja. Ich wollte gerade fragen, wer ist der Typ mit dem Lord Helmchen, Helm und der Mose? Jo, wer ist denn das? Ich checke einfach kurz die Mose, wie viel Schuss da drin ist. Das hört jetzt keiner. Soll ich ingame schreien, damit das keiner hört? Das nachmachen. Ja, bitte. Ihr könnt natürlich auch Hendrik schreiben, wenn ihr wollt. Oh. Das ist zu. That's very good. Moin Tomate. 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 Die Mutter. Hendrik. Blitzen, ey, bei mir ist noch stockduster draußen. Fertig geludet, ein Haufen Essen. Und der nächste hier, Herren des Krieges Trailer kommt bald. Also im Laufe, spätestens morgen. Nice. Ich muss ihn davor, glaube ich, noch gucken. Killrock. Kommt jetzt. Hendrik das ist ein Auge geiler von Mann. Killrock. Ist doch Hendrik mit D und CK. Thomas. Ist nicht schon der letzte? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel die machen wollen. Wollen die von. Wie viele machen? Keine Ahnung. Das ist der vier fünfte, oder? Das ist der vierte. Der vierte, dann kommt vielleicht ja noch einer. Ich meine, es gibt doch fünf solche Spackos, oder nicht? Es gibt wohl viele dieser Spackos, aber ja, die Leute haben gesagt, dass sie nicht zu jedem einen. Die wollten Uruta, Hellscream, den Shattered Hand-Typen. Grommash, nicht Garrosh. Lukas ist. Grommash haben sie doch schon, zwei Hellscream. Ja, ja, haben sie schon. Ja. Ach, du hast Hellscream gesagt, ja, ich bin dumm, ja. Ich weiß. Danke. Killrock noch, also das war's, glaube ich, schon. Wow. Ich sagte das gestern schon, diese Trailer von mir, das können die da echt mehr raushauen. Jede zwei Wochen ein. Es gibt so viel Lore in WoW, die sie so machen könnten. Warum nicht? Ja, und vor allem ist die Lore so halt interessant. In Quest-Takes interessiert mich das halt nicht. Ja, und im Szenario interessiert es auch keinen. Nee.
So würde ich mir die Lore anhören von Hogger. So würde ich mir die Lore anhören von Prinz Kaggeljacke hier. Wie heißt der Sturmwindprinz? Na, die sollen einfach mal die verkackten Bücher als Hörbuch raushauen, Mann. Ich weiß nicht, warum es nur englische. Ja, aber warum gibt's nur englische Hörbücher? Ja. Vielleicht gebe ich mir irgendwann mal die englischen Hörbücher, aber. Welche? Ja, von den WoW. Ich muss ehrlich sagen, bei WoW-Büchern bin ich meistens zu faul, die zu lesen. Ich fange an und irgendwann. Ein paar habe ich durchgelesen, aber bei dem Arthas-Ding dachte ich erst, boah, ja, voll cool. Ein WoW-Buch irgendwann geschenkt. Du hast mir mal ein WoW-Buch geschenkt. Cool. Das war das mit dem dunklen Portal, glaube ich sogar. Wieso streamst eigentlich nur du und nicht die anderen? Will die anderen da keine Lust zu haben? Warum streamst du nicht? Gegenfrage. Ich kann gerne Minecraft streamen, wenn ihr wollt. Hammer spannend. Könntest du das machen? Hammer spannend! Minecraft, das größte Ding ever, was Let's Plays und sonst was angeht. Das ist subjektiv, Mann. Ja, klar. Ist ja sogar mittlerweile in Minecraft, aber ich brauche nicht mal mehr OBS. Wieder aus Minecraft raus, auf Twitch streamen, glaube ich. Echt? Ja, sagen wir mal eingebaut. Crazy shit. Magst du Hunger Games, dann kauf dir davon die Hörbücher. Kenn ich schon, hab ich schon durch. Vor allen Dingen waren Kacke zum Schluss. Die scheiß Katniss, Cat Piss Kacke, die wurde so emo. Ja, das ist ja meistens die Bücher nicht Hunger Games, sondern die Tribute von Farnham. Ja. Danke sehr. Bitte richtig hier. Hinschauen. Ich fand, das war sehr gut, aber zum Ende hin wurde es sehr. Stimmt schon. Alter, zum Ende war sie die ganze Zeit nur, ich will mich umbringen. Ja, das auch, aber am Ende war es doch einfach nur noch komisch, finde ich. Ich finde, sehr viele Büchereien werden zum Ende hin sehr. Ich mag Bücher am meisten, wenn die Geschichte sich noch so aufbaut und so in der Mitte ist, aber die meisten verkacken das Ende. Am Ende hat sich dann auch für den Pisser da entschieden. Für den Falschen auch noch. Ja. Das stimmt. Einfach Lesbe werden sollen. Wie geiler fand ich am Ende. Die komplette, sagt sie immer nur Kinder, nö. Ganz zum Schluss, 10 Jahre später, sie hat Kinder. Oh. Schüsse, auf mich, Schüsse, auf mich! Von wo, ich höre keine Ahnung, ich habe nur einschlagen gehört. Ah. Scheiße. Ich bin hinten an der Mauer, da wo Martin auf dich gewartet hat, weißt du? Nein. Scheiße. Doch, ich weiß wo, ja, ich weiß wo. Die Bücher heißen aber nicht Hunger Games. Oft sagen, es gibt bestimmt mittlerweile auch Hunger Game Bücher, weil sie so den Namen besser verkaufen. Ja, das ist aber nicht dasselbe dann. Das Original Hunger Game Ding ist Tribute von Panem und eigentlich ist das Original es gibt mittlerweile das Battle Royale. Auch Game of Thrones Bücher, wette ich mit dir. Ich lauf weg gerade, ich lauf da Richtung, weiß ich nicht, was hier weg. Ja, soll ich jetzt auch wegrennen? Scheiße. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss wegrennen, keine Ahnung. Mich hat der Pimmel gesehen, wer auch immer das war. Ja, das Problem ist, wenn ich weiß, wie, was, wo, ist das richtig scheiße. Ich kann auch nur sagen, es hat nur ein. Aber wo rennst du hinweg? Das würde ich jetzt gerne wissen. Richtung Martins Ecke fast, so halbwegs. Aber ich renne weiter, nicht zu dir so gesehen, sondern parallel mit den Zelten Richtung die Mauer. Weißt du, nicht Richtung die Ecke, sondern Richtung die Mauer, die nach hinten zur neuen Stadt so gesehen führt. Oh. Ich hoffe, das hast du verstanden. Ich weiß es nicht, wie ich anders erklären soll. Bist du innen oder bist du schon außen? Ich bin noch innen. Okay. Das will ich gar nicht wissen. Ich bin jetzt ganz hinten an der Ecke. Mhm. Ich bin jetzt nur an der Mauer so angekommen. Plank einschlagen. 2-3 Schüsse, nur tschu tschu tschu. Okay, also kann es auch eine SKS oder irgendwas Schnellfeuermäßiges gewesen sein. Nee. Oder mehrere Mosenschüsse, aber davon gehe ich nicht aus. Puh, ich weiß nicht, wie ich jetzt vorgehen soll von hier. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin immer noch da, die Kante von Martin, ich sehe dich, die Tante da vorne. Wenn du in den Hangars guckst, die Mauer runter. Da hinten ist ein Heli Crash Site. Was? Ja, da ist so Rauch, also wenn du Richtung Airfield guckst. Oder ne? Ist weg. Ja, das ist, glaube ich, da irgendwas explodiert. Da, warte mal. Läufst du parallel der Straße, da. Ich sehe wen. Bleib, ja, okay, das bist du. Passt. Hab ich dir auch gerade dreimal erklärt. Ja, wenn okay. Du in den Hangars guckst, an der Mauer, da bin ich. Ja. Kommt hier gerade ein Zombie, ey? Ich höre ihn auch. Okay, das ist Globe.
Ich habe keinen gesehen. Na, Schüsse sind aber eingeschlagen, wie gesagt. Ich habe keine Ahnung, Mann, der Sound ist so scheiße. Ja, der kann ja auch sonst wo gewesen sein. Wenn du nur die Einschläge gehört hast, kann der auf der anderen Seite des Airfields gewesen sein und wirklich über lange Distanz geschossen haben. Soll ich mal was machen, irgendwie was? Weiß ich nicht. Nö, das war eine Granate, meint Annihilation. Ja, kann ja gut sein, kann das ist eine Granate. Kann gut sein. Aber ich meine, was soll denn sonst explodieren? Eine Tankstelle? Eigentlich nicht. Ich dachte halt erst Crash sei, weil der Rauch so lange da geblieben ist. Soll ich sonst mal zu dir kommen und dann über das Gefängnis, den Wald da, über den Bogen laufen und da, wo der eigentlich Heli Crash Site ist, also da so diesen Bogen laufen? Ja, lass uns dann mal beide im Bogen laufen, komm mal. Ja, ich komm. Ey, mal gerade mitten in Gedanken, halbwegs nur am Looten wieder mal. Voll nicht mehr. Wir haben schon wieder irgendwie gespoilert. Womit? Irgendwer hat sich über Spoiler beschwert. Haben wir irgendwas gespoilert? Oh ja, stimmt. Die Kinder bekommt. Okay. Ja gut, oh, sie bekommt am Ende Kinder. Am Ende ist das Happy Friede Freude Eierkuchen. Surprise, surprise. Ja. Wie in 99% aller anderen Bücher auch. Außer Game of Thrones. Außer Game of Thrones, da sind alle tot. All men must die. Ende werde ich nicht mehr erleben. Game of Thrones, das Ende werden wir alle nicht erleben. Bis dahin sind wir alle tot. Ja. Und George R. Martin ist in einer Futurama Glas Wasserkugel. Wasserbehälter. Bist du noch hinter mir? Ich umlauf das gerade. Ich umlauf das auch gerade, aber ich hab dich gerade. Spende jetzt 5 Euro, um die Spoiler zu stoppen. Joffrey stirbt. Joffrey stirbt. Nächster Spoiler in 5, 4. Nee! Genau, wir teilen Battlefield 3 Runde, damit wir nicht mehr spoilern. Im Chat hat doch keiner gespoilert, oder? Weiß ich nicht, hab ich nicht mitbekommen. Hoffentlich nicht. Muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, ich kann den Chat gerade nicht lesen, das ist nur so. Cool. Das kann tödlich sein, leider jetzt gerade. Nee. Chat hat, glaube ich, keiner gespoilert. Ich höre dich hier irgendwo laufen. Ich bin jetzt im Grunde genommen genau drauf der anderen Seite von den Zelten. Ja, ich ja auch. Ach, da habe ich einen langfahren sehen. Direkt an der kommt gerade raus. Da, wo die Crash-Site war. Da, wo du weggeschossen wurdest. Genau okay, dort. Ja, ich weiß wo. Der fährt mit Backbewegung bei mir darum. Ich schieße. Mach. Scheiße, ging daneben, glaube ich. Wenn der Backbewegung macht. Nicht, er läuft übers offene Feld, genau da, wo die Crash-Site war. Aber er fährt ziemlich schnell mit Backbewegung. Ich weiß nicht, ob ich den gescheit treffen kann. Ja, ich weiß auch nicht. Bei mir ja keine Backbewegung, aber mit der SKS, Alter, was weiß ich. Ich versuche ihn den Weg abzuschneiden. Okay. Ich laufe halt rechts. Ja, der kommt hier halbwegs hin. Oh Gott, das wäre geil. Ich bleib jetzt hier. Ist jetzt genau hinter den Bäumen, ich sehe nicht mehr. Jetzt hast du geschossen, aber jetzt hat er nach links abgezogen, du. Hättest du nicht machen sollen, verdammt. Ja, wusste ich nicht. Ich sehe nicht mehr, er ist genau hinter dem Wald. Ich sehe ihn noch. Er läuft halt zu dem Waldstück dahinter, weißt du? Ja klar. Ich sehe ihn immer noch. Ich denke, der guckt sich gerade um. Ich kann gerade nicht hinterher, leider. Ich laufe jetzt einen weiter, einfach scheiß drauf. Da. Habe ich wieder was gesehen. Da. Er steht auf offenem Feld, oder? Daher. Standbild. Mach ihn kaputt. Naja, er düstert jetzt im Wald rum. Ja, ich hab ihn getroffen, Er blutet. Verfolg ihn. Der blutet. Ich renn übers offene Feld halbwegs. Er hat gesprödelt. Ich seh ihn nicht. Läuft er nach links? Links, der ist nach links. Der ist ein bisschen nach links wieder, Richtung Airfield so. Ich seh ihn aber auch gerade nicht mehr. Kann sein, dass er sich jetzt in der Tanne versteckt. Ich bin jetzt auch gleich in seinem Waldstück, ganz rechts da, weißt du? Ja, ich laufe jetzt relativ offen rüber. Ich habe keine Ahnung, wohin er sich sehe nicht mehr. Entweder ist er sehr schnell weitergefahren oder in der Tanne. Der
schon mal gesagt, dass ich jetzt Angst habe. Hier. Keine Ahnung. Kann sonst wo sein, der Penis. Ich laufe im Bogen nach oben raus. Vielleicht ist er auch oben rausgelaufen, ich weiß es nicht. Ich laufe hier auch. Da, ich bin direkt neben dir, Boah. Hinter dir, nur ein Stück. Hm? Wo? Ne, jetzt sehe ich dich auch gar nicht mehr, du bist hinter den Bäumen. Aber ich bin direkt neben dir, da, rechts neben dir, 10 Meter. Offene Wiese. Weißt du, bei dem Schuss, wo ich dachte, weißt du, alle Schüsse davor dachte ich, ja, das könnte treffen. Ja, das könnte treffen. Bei dem letzten Schuss, wo ich dachte, ah, das geht, glaube ich, eh nicht rein. Peng, der fängt an zu bluten, ey. Ah. Lukas, ich habe ein Hörbuchempfehlung für dich. Brandon Sanderson. Ne, hab's immer gelinkt im TS. Ja, guck ich mir nachher mal an. Du läufst da jetzt ganz schön weit rechts hier, okay. Ja. Ne, kannst du auch mal anschauen. Ja, mach ich gleich. Keine Ahnung, der kann sonst wohin sein mittlerweile. Ach, Kagemist. Was, war ich fertig mit Looten, größtenteils? Nee, nicht mal ansatzweise. Hm. Vielleicht ein... Wenn's hochkommt, doch, ich hab ein Drittel habe ich gelootet. Okay. Hat sich das noch gelohnt? Ja, ich würde eigentlich gerne nochmal hin, ja. Ja, weiß ich, entweder hat er jetzt so große Angst und kommt nicht wieder. Ja, fuck off, wir suchen uns wieder Posi, ich gehe wieder in die Zelte looten und du gehst wieder scouten. Was soll er denn machen, wenn dann wieder auf mich schießen, wieder verkacken und dann passt das schon. Ich weiß nicht, von wo ich die Zelte scouten soll. Das Problem ist nämlich, da oben mal, wo ich war, sehe ich halt relativ wenig. Und wenn ich hier vorne hingehe, sehe ich relativ viel, aber ich bin halt relativ offen. Ich könnte auch hier bleiben, warte mal. Was du wissen, ich renne gerade wieder zu den Zelten jetzt. Doch, von hier aus ist ganz geil. So eine gescheite Position, ich gebe gleich einen Tick näher ran. Die Deckung. Hier sind permanent so Büsche, die ist... Mann, ich axte einfach einen weg. Oh nein, ich axte... Oh Gott. Tschüss, Mosen. Ach, die Axt ist ruiniert. Ich kann keinen Busch axten. Ich hab dir meine angeboten. Ja, Pech. Bist du schon wieder an den Zelten? Gleich, ja. Ich lauf halt mit erhobener Waffe gerade. Ich komm doch nochmal dazu, Fantasy 13 zu zocken. Auf PC, ja. PC, ja. Ja, 12 Euro oder so. Ja. Yeah. Da bin ich dabei. Guck mal, versuchen das irgendwie wieder reinzukriegen. Ja, auf der Konsole kostet es gebraucht, glaube ich, immer noch 20 Euro. Nee, das kriegst du, glaube ich, hinterhergeworfen wie ein Stück Scheiße. Ich glaube, 13 kriegst du echt hinterhergeworfen wie ein Stück Scheiße. Ich loote gerade wieder, ne? Okay. Henrik? Ja. Final Fantasy 13, PlayStation 3, 40 Euro. Neu oder gebraucht? Das günstigste neu ist 24. Gebraucht 80. Nicht 80, 8 Euro ist gebraucht. Ja, okay. Siehst du. Aber. Ja, ist schon cool. Ich gucke sie vielleicht sogar auch nochmal an, aber ich glaube nicht, dass es mir die Motivation packt und ich sage nach 3 Stunden, oh, ich spiel's weiter. Ich denke, was ich da sage. Eine Feuerwehrachse und eine CR, keine Ahnung, die liegt ineinander, als ob die wieder gedroppt hätte.
Lightning, ich weiß nicht. Also Lightning, der Charakter ist schon cool, aber der Rest der Charaktere sind alle nicht so cool. Jo. Lightning ist geil. Also Final Fantasy 7 hatten eigentlich fast nur super coole Charaktere. Mir folgt ein Justin Marco. Ich weiß nicht, wer Justin Marco ist. Genau. Er folgt mir auf Twitter. Das ist dein Freund halt. Das Gebiet hier neu, ne? Ja, fertig gelootet, keine Ahnung, der ist so scheiße. Willst du auf meine Seite kommen und dann machen wir Gefängnis und so weiter? Ja, gefährlich immer, ja. Was willst du sonst machen? Nein, nein, ich komm. Auf der Innenseite die Mauer lang. Ich habe nachgeladen. Hätte ich einen PU-Scope gehabt, wäre das vielleicht sogar anders ausgegangen. Na, ja, mit SKS auf Entfernung ohne einen Scope ist ziemlich kacke. Das war richtig Gümmel, keine Ahnung. Es ging eigentlich, sag ich mal. Ich konnte schon ein bisschen, aber ich hätte nicht mal gesehen, ob ich ihn getroffen habe oder nicht. M4 spawnen in Baracken kann ich nicht bestätigen. Wüsste ich aber auch nicht. Bisher dreimal 101 gefunden, ne? Aber ich muss sagen, ich würde mich freuen, wenn die in Baracken spawnen würden. Jetzt höre Zelte. Wo bist du? Ich glaube, die Straße lang so gesehen. Links davon. Die Straße, die hier reinführt. Da bin ich, die an den Zelten, direkt an den Zelten vorbeiführt. Im Gebiet. Machst du bald mal wieder CSGO? Puh, vielleicht. Aber ich bin nicht so der große CSGO-Spieler. Da bist du. Hallo, ich bin rechts hier. Na, hab dich gesehen. Im Gebiet liegt jetzt noch eine heile Feuerwerks, ne, du willst. Naja, dafür laufe ich da jetzt nicht rein. Zombies Achsen geht damit, ja. Ich kann nur keine Dings ums umchoppen. Ich sag's ja nur. Ah, ja. Es ärgert mich, dass der Typ, der jetzt gerade entkommen ist. Ja, aber der war auch schon ziemlich weit weg. Die Schüsse vorher hätten alle treffen müssen, aber muss alles an dem vorbeigesegelt sein. Und dein letzter Schuss, Mann, er kam direkt auf mich zu. Dein letzter Schuss kommt, dann kriegt er Angst und dreht nach links ab. Er wäre direkt auf mich zugekommen, auf mich. Ja, ich habe aus einer ganz anderen Richtung geschossen. Also nicht komplett, aber ich war nicht deine Position. Oh, na, ja, aber ja, trotzdem, keine Ahnung. Du bist jetzt online in Steam? Cool. Was? Hatte Martin jetzt auch. Du bist jetzt bei mir online. Ja, bin einfach random online gegangen. Gefängnis ist offen. Ich gehe da ran. Unten clear.
scheint die Sonne. Oben clear. So, und wieder raus, ne? Mhm. Hinter den Hangars weiter, oder? Ja. Moin, Sachsen-Fan. Ciao, Jonas. Danke dir. Moin, Babu. So, ich bin gleich bei der Barrack dann, ne? Hast du irgendwas Aufregendes verpasst? Ich weiß nicht, wir haben mit dem Typen gefightet. Er ist leider entkommen. Er wurde angeschossen. Am Anfang des Streams haben wir 3 Leute getötet. Ja, am Anfang des Streams war auch ziemlich krass Action. Ich glaube, das highlighte ich auch mal. Das war ganz gut. Das wäre ganz gut. Da gibt es wenigstens für morgen eine Folge. Barrack ist clear. Mann, ich komme nicht durch. Fertig gelootet, kann aber nichts. Es kann doch nicht so schwer sein, so ein 1-1 Magazin. Na, irgendwie schon. Warum vor allem 2? Ja, was soll denn das? Ich lauf weiter schon, ne? Ja, ich bin 2 Meter hinter dir. Weil ich ein bisschen doof ist. Ja. Am nächsten Gefängnis. Gehe rein. Hinten liegt schon mal Morphin drin. Hinten ist clear. Hausaufgaben machen, ne? Bei mir ist auch schon ein bisschen länger her. Wo hast du den neuen Helm her? Das spawnt ja auch auf militären Gebieten. Und dann gibt es da noch dieses Sichtfenster, was man da noch dran packen kann. Welches ebenfalls auf Military Gebieten spawnen kann. Wieder fertig, komm raus. Bin draußen, düse weiter. Komm, heute trauen wir uns was. Wir gehen in den Tower. Ja. Beide? Oder willst du nur da rein? Nein, nur einer. Einer, das wäre doch dumm. Liegt ein toter Zombie hinter der Feuerwehr. Und ein toter Spieler? Was, wo? Und ein toter Spieler, hier an der Treppe der Feuerwehr. Da steht ganz schön viel Müll. Soll ich das schnell mal angucken? Mhm. Wenn ich dich beobachte. Ich gehe hinter die Mauer. Kann man nicht looten. Oder? Da steht auch noch ein lebender Zombie direkt an dem Ding. Nils Trr. 2 SKS, ich kann das aber alles. Ich hab. Ne, kann ich. Vergiss es. Kann man alles nicht looten, wird geheilt, meinst du? Mhm. Okay. Ich kann das scrollen und scrollen, da passiert nichts. Ich kann mich abhalten. Ja, drauf geschissen. SKS ist. Die SKS sehen. Ja, drauf geschissen. Willst du es in den Tower noch rein? Ja. Erstmal aber jetzt in die Feuerwehr. Willst du was gegen den Zombie machen? Nee, ich geh jetzt erst einmal kurz in die Feuerwehr. Okay. Mir vorne alles aufgemacht. Und jetzt hinten rein. Hoch gehe ich nicht. Da liegt eine Feuerwehraxt in der Feuerwehr. Ich komme rein, von hinten. Ach, pass auf, da sind 2 Zombies. Ne? Verfolgen mich. Eine neue Waffe, nein. Also die Blitzer da.
Sag, wenn du die Feuerwehr hast, und dann mache ich die Zombies bitte einmal kurz weg. Ich hab die Axt. Ja, komm mal her, ich mach sie gleich weg. Dann. Kommt noch ein dritter. Alter! Ja, alles klar, jetzt. Machst du da? Achso. Der Sky ist wieder auf dem. So, ich geh jetzt zum Tower. Ich würde sagen, ich gehe hoch oben in den Turm rein, aber ist mir das Risiko nicht wert. Ich renne schnell rüber. Dann im ersten Stock und bin gleich oben in der Kanzel. Ich guck nur von hier jetzt, ich loot jetzt nicht oben, ne? Ich bin wieder runter. Lupferkönig, die SVD, die kommt irgendwann noch ins Spiel rein, die SVD, aber die ist noch nicht drin, irgendwann. Das ist lahm. Lauf. Du liegst hier da an den Hangars wie so ein Idiot, ne? Ja. Weil du im Liegen deutlich schwerer gesehen wirst, als wenn du da hockst oder stehst. Ja, der Battle Royale-Seite, die ist manchmal ein bisschen überlastet. Manchmal lädt der bei mir Battle Royale auch nur mit 50 Kilobyte oder so. Das ist normal. Patrick, vielen Dank für dein Follow. Also ich fühle mich auf dem Airfield immer angespannt. Ich erst seitdem da dieser Ingo Bingo Bongo Typ. Mein Server ist gerade zu voll. Wollen wir jetzt nach rechts oder gleich rüber geradeaus durch zu den anderen Barracks? Was meinst du? Also willst du die rechts die Barrack noch mitnehmen oder nicht? Ja, das ist die Frage. Ja, ja. Wie ist das Warum nicht? Ist ja ein neuer Server, oder? Ja. Naja, es ist ein neuer Server. Bis jetzt war alles gelootet, ne? Achso, ja. Wir können doch direkt, nee, lass direkt zu den anderen Bergs gehen, das ist eigentlich nur Risiko, was wir vermeiden können. Also geradeaus durchs Gatter und dann da weg. Okay. Blacklight, vielen Dank für dein Follow. Hast du da gerade erstmal was gegessen? Nee, ich hab nur den Abstand zwischen uns vergrößert. Juppo, ja, vielen Dank für dein Follow. Den habe ich nicht gehört. Mhm. Hier liegt Rashside. Wo? Da genau in meine Richtung jetzt, keine Ahnung. War das der Server vorhin? War es vielleicht doch die Crash-Site, die ich auf die Entfernung gesehen habe? Weiß ich nicht. Ich schätze mal, die wird gelootet sein, aber wollen wir das noch auschecken? Ja, auschecken auf jeden Fall. Okay.
du hast doch nicht... Der Heli-Crash, du meintest, der wäre auf der anderen Seite bei den Zelten gewesen, oder nicht? Dachte nee, 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 das war hier. Ich habe in der Richtung im Himmel so Rauchspaten gesehen, aber die haben auch irgendwann wieder aufgehört, als sie da hingeguckt haben. Jetzt sehe ich sie zum Beispiel auch nicht mehr. Ich sehe den Heli-Crash, fliegt davon. Oh, du bist direkt neben mir. Warum höre ich auf einmal Tapsen? Was früher noch cool war an den Crash-Sites, dass da halt 1000 Zombies drum gelaufen sind. Und nur ein bisschen gefährlicher. Ich gehe jetzt hier nach links und dann laufe ich da durch dieses Wald. Ja, ich komme mit durch, ich sehe das von hier aus auch scheiße. Sind da so eine, irgendwie so eine Anhöhe. Oh, die Baracken sind, da laufen wir gleich hin. Sind die relativ in der Nähe. Der Server ist voll, yep. Ich würde sagen, ich gehe da jetzt gleich mal hin und du guckst. Ja, von hier aus sehe ich super. Bin unterwegs. Ich sehe auch sogar das Zeug, aber du brauchst eigentlich gar nicht hingehen. Ich sehe sogar das Zeug theoretisch. Buttstocks liegen da, ein Messer liegt da. Ich glaube, da liegt ein Aufsatz für die M4 und rechts. Ich glaube, da liegt noch eine Flashbang dran. Auf der rechten Seite. Ist ja schon hin. Achte mal lieber bitte jetzt auf die Umgebung. Das ganze M4-Gerödel lasse ich jetzt liegen, ne? Naja. Liegt da noch eine Flashbang, ne? Keine Ahnung. Da liegt eine Roundbox, die möchte ich gerade haben. Wo soll da die Flashbang liegen? Da, wo du gerade läufst. Ja. Ja, genau da. Da liegt noch nicht so ein Päckchen, keine Ahnung, was das Päckchen ist. SKS, das ist sehr gut. Jetzt würde ich keine GTX 780 Ti mehr kaufen, ne. Warte lieber jetzt noch ein, zwei Wochen ab und kauf dir dann eine GTX 89. Ti lohnt sich. Die älteren Generationen viel günstiger. Ja. Also du hast ein super Angebot, keine Ahnung. So 450 Euro wäre eine Ti, wäre ein super Schnäppchen, die kannst du noch kaufen. Aber mehr. Anne, vielen Dank für dein Follow. Bin jetzt wieder dabei, Dinge. Ich hab jetzt so eine Hammer auf. Ich weiß nicht, die ist Hammer auffällig, oder? Was? Die Maske, ja. Sie glitscht auch so voll. Warte, guck ich mal an. Lol, COD Ghosts, ey. Das ist echt Call of Duty Ghosts original reingepackt. Ey, ich hab gar keinen. Wieso hab ich keinen Mundschutz mehr? Achso, nee, der ist... Nee, ich hab den gar nicht mehr. Warum hab ich den nicht mehr? Weiß ich nicht, du hattest... Ich hab dir einen Runden gegeben. Ja, ich weiß, aber wo ist der hin? Genau. Keine Ahnung. Was du wieder mit meinen Sachen machst. Achso, hier, warte mal. Wo ist er? Was? Da, liegt jetzt. Yes. Was für eine Waffe ist das? Meinst du die AK-101? Die gab es schon die ganze Zeit, genauso wie die Mosin. Wie laufen wir jetzt eigentlich? Laufen wir richtig? Ich weiß nicht, zu den Barracks? Nee, wir sind viel auf dem... Wir müssen deutlich mehr in die Richtung. In die Richtung, sagt er, ich sehe nicht. Hier, offenes Feld. Offen, hinter dir, offenes Feld, ja. Baby Mori. Hendrik hat ja auch den Zweiten Weltkrieg Nippelhelm, wieso das? Findest du? Weil du oben so einen kleinen Nippel drauf hast. Aber naja, aber das sind das ja noch ganz... Das ist kein Pickelhaube. Genau, ich kann sagen. Das sehen ja nur ganz anders aus.
Spielritz. Vielen Dank für den Follow. Da, da vorne ist es. Genau, gegenüber der Sonne. Aber Premium. Ich schmeiß mich hier gleich mal hin und versuch mal was zu scouten. Oh Mann. Ich düse volles Karacho übers Feld hier lieber. Ich kann halt nicht reingucken. Also die eine Tür ist auf jeden Fall zu. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ansonsten sehe ich aber niemand. Let's go to the mall! The mall. Oh Gott, ey. Das haben wir mega offen hier. Deswegen düse ich ja auch lieber anstatt. Düse im Sauseschritt. Ja, ich werde blind von der Sonne, ey. Ja, Türen sind jetzt random geöffnet, Ranger. Pumba. Die sind beide auf. Also auf der Entfernung war es zu. Man kann auch sein, dass es nicht richtig gerendert hat. Ich bin die komplette Strecke gesprintet und jetzt zittert er immer noch nicht. Okay, cool. Die geht nicht aus Atem. Im südlichen Airfield gibt es keine Airfield-Zelte mehr, ja, aber Lothar, das haben sie verschoben. Irgendwo oben nach Zelnogorsk, wir waren noch nicht da. Ist es weit von hier? Jein, ist der halbe Weg bis nach Balota runter. Wir befinden uns jetzt am oberen Ende der Karte, Balota ist am unteren Ende der Karte. Zombie. SKS. Du schießt, ne? Ja, ich weiß nicht, was es da los ist. Ich habe einen erschossen. Einen Typen? Mhm. War und? An der Mauer, hat gescoutet. Hat der SKS, glaube ich, in der Hand. Pass auf. Wieso kann ich jetzt meine Sachen nicht mehr rausholen? Er hat nur Receiving. Willst du jetzt wieder sagen, der Server geht offen an? Ja, aber um 9. Hier redet wer? Okay. Weißt du wo? Da ist vor mir. Er hat nix, Mann. Er ist echt ein Bambi, aber ich weiß nicht. Musst du wissen. Also der eine Typ, den ich hier weggeknallt hatte, der hatte was. Wo ist er eigentlich jetzt? Alter, er geht in, ich sag, er soll bitte raus, weggehen, ganz, und er geht in die Barrack hier, ja, geht's hätte ich. Ja, er will looten, klar. Ah, ich bin aber gesagt, er sollte weggehen. Ja. Nein, ihn weg. Oh, komm mal rein. Er hat jetzt die Tür zugemacht, und wenn er jetzt hierher kommt, ist er tot. Ich loot den Typen kurz. Ah, der SKS-Money. Er hat ein Hunting Pack, willst du ein Hunting Pack? Boah, ich hab einen AKM 1 und 1 mal ziehen. Der hat auch ein Hunting Pack, der Typ hier. Der schießt. Ich. Warum? Auf den oder was? Ja, weil der Spasti hier rumpummelt, ey. Der macht nicht das, was ich sage. Okay. Wo ist der Pimmel? Ich leg mich kurz hin zum Looten. Was
er denn jetzt? Ich sehe ihn nicht, keine Ahnung. Er ist hier irgendwo auf dem Area. Hunting Pack, rote, so eine Generalsmütze, keine Ahnung, wie man die nennt. Ich will hier was laufen, neben mir. Ich laufe relativ nah an der Mauer gerade. Barrett, Lukas? Barrett? Ja, keine Ahnung, was weiß ich. Kann sein. Das ist glaub, diese ist Mütze richtig. Da, diese flache, die so auf der einen Seite runtergeht. Ja, ja, ich glaube Barrett ist richtig. Du willst keine Marke drauf oder so, oder? Nein. Okay. Jonas, vielen Dank für dein Follow. Bin geheidet. Ich weiß nicht, wo der auf einmal hin ist. Kann man jetzt nur looten? Ja. Willst du das 101 Magazin haben? Ich fühle mich mit der Maus momentan relativ wohl. Da ist ein 101 Magazin. Ich hab, in dem Typen war eins. Boah, in seinem Hunting Pack war eins. Würde ich. Ich komme aus Gebiet, wo bist du? Ich bin ins Gefängnis gefahren gerade. Okay, ich komme bis zum Gefängnis. Pass auf, hier ist irgendwas. Der hatte ja nichts, aber der hatte ein Hunting Pack und das Barrett-Ding, ne? Mhm. Gefängnis ist er nicht, das ist clear. Ich glaube, der Server muss vorhin wieder voll geleckt haben, als ich den Typen weggeknallt habe. Weil der erste Schuss, 100 gezeroed, war perfekt auf ihm drauf. Nichts passiert. Er steht weiter einfach so rum. Ich so, okay! Schieße ich nochmal drauf. Und auf einmal peng, und dann fällt er um. Kommst du ins Gefängnis, oder was? Kann ich. Bin. Ja, hier fühle ich mich relativ safe, hier oben. Oben? Okay. Oben bin ich, ja. Warte. Ich hoffe, der wirft das jetzt auch hier raus. Ja, davor liegt er. So, ich gebe dir auch noch die Munition dafür, die ich noch habe. Liegt da. Ansonsten habe ich nur noch Mose und Trinken. Ich hätte noch ein bisschen SKS, aber das brauchst du jetzt ja nicht mehr unbedingt. Die SKS schmeiß ich jetzt weg, ne? Okay, aber die Munition behältst du ja wohl, oder? Ja. Willst du eine AKM finden? Okay. Ich habe eine Munibox. Okay. Ich habe jetzt hammer viel so Gedöns dabei, ey. Die Tür ist bei mir zu, du gehst durch die geschlossene Tür bei mir. Was? Die ist auf? Die ist bei mir zu. Ich denk, ja, es sieht das ist, als wenn du Hex anhältst oder so. Nice Hex. Warte, was passiert, wenn ich die jetzt öffne? Warte. Offen. Jetzt ist sie zu. Jetzt ist sie zu? Jetzt ist sie auf. Hä? Ach, super Buggy, ey. Ja, Mann. Ja, wollen wir hier weg? Hier ist ja nichts mehr. Mhm. Experimental? Nee, nee, das ist, stable. Muss eigentlich mal voll dringend pinkeln, ey. Hast du keinen Schwamm unter dir liegen? Nein. Eimer, Flasche, irgendwas. Ja, ich pinkel jetzt live Tüte. In eine Flasche hinein unter meinem Tüte. Schreibtisch. In eine Tüte. Was ist das Problem? Martin, nein. Mute den Sound und los geht's. Oder das Gesicht so. Craig aus dem Mann. Ich leg mich jetzt ja immer kurz auf den Berg. Was sollen wir danach eigentlich machen? Weiß ich nicht. Wir könnten runtergehen zu den neuen Zelten, oder alten Zelten. Ja, wir wären schon ein bisschen Wandertouren. Ich sag nur Beispiele. Ja, oder wir wechseln halt nochmal den Server und machen das hier nochmal und gehen nochmal zum Airfield. Ja, ja. Könnten wir machen. Wäre spannender und wäre halt nicht so eine riesen Wandertour, ne? Na, machen wir das. Würde ich sagen, ist auch interessanter für die Leute. Anstatt dass wir jetzt 10 Stunden uns wandern sehen, wie wir da irgendwie ein paar Zelte suchen gehen. Ich mache jetzt ganz kurz Pause und dann geht's weiter am Airfield mit Action. Warte mal, ich will dir mal ganz kurz noch was schreiben, warte 2 Sekunden. Ja, kannst du machen. Geht gleich weiter. Ich muss online kommen dafür, ja. Dann geh ich Pipi machen und dann geht's weiter.
Also, stay tuned. Aber der Mod darf zum Beispiel Updates links posten für Community, oder? Ja, ihr könnt schon Links posten, die irgendwie hier zugehören, die nicht so völlig random sind. Hast du schon geschrieben? Ja. Nicht? Wenn es eine Tiny URL beispielsweise ist, aber dann geht es erst recht nicht. Was, Henrik? Hm? Ja, such du einfach einen Server, ich connecte dir gleich hinterher. Musst du wissen. Ist halt nicht so viel los, aber ja, passt. Kurz AFK. Sorry. Doch scheißen oder was? Ich hab nur eine Banane kurz gegessen und so, ja. Hast du Server, Lukas? Mhm. So okay. Nennt man das, eine Banane essen. Ja, guck mal, ich hab hier. Durch seinen Arsch. Ich hab so kleine Mini-Bananen von Chiquita. Die sind eigentlich genauso wie große Bananen, nur dass sie klein sind. Oh, die passen noch besser rein. Wirklich. Oh, Daisy ist abgekackt, als ich auf den Server gehen wollte. Geil. Oh man, nice. Ich hab gerade mein Weihnachtsgeschenk vorbestellt. Na? Die Hayao Miyazaki Limited Edition Sammlung. Ganz viele Filme Gott, drin. Gott, ey, jetzt hier so eine fucking Hornisse drin. Verpiss dich, flieg raus, nicht hier drin. No! Verzieh dich!
Oh Gott, warte mal. 165 Euro. Du musst mich um die kümmern. Oh Gott, aber der Connected Man. Ich muss das mal abbrechen. Die muss hier raus. Ich hasse diese Viecher, ey. Wir können es live im Fenster unten sehen. Wie bist du Delay? Der zeigt jetzt gerade seine Bananen bei mir an, ne? Ja, gerade echt lang. Ah, Scheiße daneben! Hammer Hornisse und er will sie töten. Wahrscheinlich kämpft er auch gegen eine Fliege. Fenster aufmachen, ey. Ja. Boah, wie er sich erschreckt hat. Spaß. Ist das lustig. Mach das Fenster auf, du Pimmelgesicht! So groß ist dein Zimmer nicht, ja. Irgendwo muss ich rausfliegen. Alter, mein Kühlschrank ist größer als das Zimmer. Ich würde mal das scheiß Vieh da rauskriegen, ey. Nein, jetzt versteckt die sich hinter der Heizung. Voll der Scheiß. Und da raus. Und da raus. Jetzt kämpft er gerade. Gleich kommt seine Brüder. Alter, warum versteckt die sich hinter der Heizung? Hinfällt und sie den Kopf anschlägt, irgendwo sehen wir es zumindest. Weil wie das Kamera-Idee ist geil, Alter. Da ist einfach mal 5 Sekunden kurz kein Bild so ungefähr und auf einmal steht er von links nach rechts. Hättest du wenigstens mal die Kamera vorher groß gemacht? Würde ich mir richtig einen ablachen. Ja, die hängt jetzt hinter der Heizung, ey. Die ist sich jetzt dahin gechillt, weil ich sie angehittet habe. Deinen Penis zu stechen, dass der anschwillt. Ey, die ist echt, die sind echt riesig, die Viecher, Mann. Ich hab noch nie eine gesehen. Du verlässt ja das Haus nie. Ich wohne auch halb im Wald. Du wohnst an der Pfütze, wohnst du. Lukas, wo bist du hier eigentlich? Gefängnis schon. Erst ja. Barrack gelootet, Gefängnis gelootet. Ich bin noch oben auf dem Berg. Ich höre sie jetzt auch nicht mehr. Die chillt hinter der scheiß Heizung. Weil ich die voll eine. Ich habe der voll eine Schelle gegeben. Ist die voll hier so runtergesegelt. Und irgendwo hier so am PC hängen geblieben. Ja, die dachte sich, oh, lag. Und jetzt chillt die hier dahinter. Ich höre sie nicht mehr. Wenn sie gleich wieder losfliegt, dann muss ich dir noch eine Schelle geben. Hallo Zocker. Hast du mitbekommen, was ich mir bestellt habe? Zu Weihnachten. Ach, Bild, ihr habt doch gar kein Bild. Ja, sorry, Leute. Nee, nicht so hundertprozentig. Irgendwas, irgendwie Serie oder Anime, ich weiß nicht. Nee, die Hayao Miyazaki Collection. Ich hab jetzt übrigens was drin sind von ihm. Was ist das? Der Typ, der die Ghibli-Filme gemacht hat. Der okay, nice. Okay. Ich hab auch jetzt deinen Helm und eine große KPC-West und hier liegt nochmal eine 101. Was war das? Leute, fliegt sie neben mir hoch, Alter! Jetzt kannst du gleich sehen, wie sie hochfliegt. Er hat die Kamera an der Lampe. Ich kann doch nicht auf die Lampe schlagen. Macht die Schlag Lampe auf die Lampe! Jetzt zieh dich! Schlag auf die Lampe! Schlag auf die Lampe! Was ist die dumm? Du bist doch dumm. Da ist Metall! Ja und? Aus da! Schaut nur im Stream, wie sie da neben ihm hochfliegt. Wie sieht man sie? Der Stream leckt gerade bei mir wie die Sau. Bei mir auch. Ich sehe sie im Stream, die sieht einfach nur aus als paranoid. Zu kleines Bild. Setz dich mal irgendwo hin. Die Hornisse, das ist mehr Sport als Hendrik den ganzen Tag macht. Woche. Warum sollte er die einfangen und rausbringen? Dann fliegt sie am Ende nur wieder rein. Wenn eine weniger Hornissen in den Wald rumfliegen, ist die Chance niedriger, dass noch eine reinfliegt. Ganz einfach. Deshalb schießen wir selbst auf Bambis, ja. Ja, direkt vor mir. Alter Mann, Henrik, das ist echt behindert gerade.
jetzt da doch nicht. Alter Mann, Junge, was regelst du da? Du hast drei Wände, ey. Du musst doch mal das scheiß Vieh tot kriegen. Da ist ein Stuhl weggeschoben. So ein harter Junge. Ruf gleich ein SWAT-Team, was dir hilft. Ein Rack-Team brauchst du da. Was jetzt schlägt da alles zusammen? Dieser scheiß Streamlag, ich habe auch gerade keinen Bock mehr zu laden, Mann. Das ist viel zu lustig. Bei mir geht der super. Henrik, lebst du noch? Bei mir geht der ja super. Henrik. Ich glaube, es die Hannes hat gewonnen. Mein Gott, Exa, hast du heute wieder ein Emu verschluckt, oder was? Ja, schau, wenn es so viele Insekten auf der Welt gibt, dass dir das kein Schwein, wenn da welche getötet werden. Gibt doch noch genug andere. Also, wo ist das Problem? Gerade was gesagt? Weiß ich nicht. Ich glaube, er fängt an zu weinen gerade oder sich. So, das eine kleine Hornisse. Die ist auch noch voll groß, da kann man eigentlich voll gut treffen. Henrik, Mann, es rein, langt jetzt. Hornisse steht nicht unter Naturschutz. Was ist? Das langt jetzt, jetzt setz dich hin und zock. Mann, die fliegt hier rum. Kannst du dich konzentrieren, wenn so eine fucking Hornisse um dich herumfliegt? Ja. Jetzt habe ich sie gehittet. Sie ist irgendwo hingeflogen und ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht, ob chillt sie wieder. Ah. Ja, sie chillt wieder. Ich glaube, sie ist wieder unter den Tower geglitscht. Sie war auf meinem Traumfänger, ich habe ihr voll eine Schelle gegeben und sie ist voll weggeflogen. Sie hat schon mehrere Schellen bekommen. Hast du hier noch irgendwen gesehen? Ich höre sie. Ich glaube, die fliegt unterm Bett. Und die geht auch die ganze Zeit an so dumme Guffelstellen, setzt sich aufs Modem, auf die Lampe. Auf Modem kannst du nicht schlagen mit einem Papierordner. Mhm. Ja, doch, aber du musst doch schon mit Schmackes draufhauen, sonst fällt die nicht tot um. Und wenn ich damit Schmackes gegen mein Modem scheppert das Modem weg. Alter, du musst doch nicht mit Schmackes, du kannst doch das von oben drauf und dann gegendrücken kurz, Mann, WTF. Ja, die fliegt doch dann weg, du Honk. Alter. Muss ich mir ein Taxi bestellen, um sie dir wegzumachen? Nein, ich krieg das schon hin. Jetzt wüsste, wo sie ist. Hm. Ja, wo wollen wir hin? Weiß ich nicht, ich bin grad. Ja, so eine Nisse, die ist gefährlich, wenn die einen sticht oder so ein Scheiß macht. Das ist nicht so lustig. Was daran? Wir wollen zum Erdbeer oder was? Ich kann mir hier gerade, ich bin mir jetzt runtergelaufen. Luftgewehr, ne, habe ich nicht. Ich euch ja anpissen, weil meine Hornisse töten will, die im Zimmer ist, ey. Fassbar. Ach, das macht jetzt jeder, wenn eine dumme Hornisse, Mann. Und rausbringen. Wenn ich hier eine Mücke drin finde, bringe ich sie auch. Scheißegal. Wo ich dann nicht schlafen kann, wenn man so um mich rumsurrt, ist lieber tot. Mhm, und man 13 Mückenstiche hat, so wie ich letztens. Ja. Zettel.
Tut mir leid, Chef, ich kann auch nicht in die Arbeit kommen. Die hat eine Mücke mich genervt, aber ich durfte sie nicht umbringen. Und nicht schlafen. Bitte entschuldige. Ja. Ich bin gerade Richtung Airfield unterwegs. Ist hinter mir? Irgendwo? Weiß ich nicht. Ich sehe dich nicht. Ich bin auch Richtung Airfield jetzt unterwegs. Okay. Warum randaliert er dringend in seinem Kinderzimmer? Tut mir leid, ich habe nur das eine Zimmer. Da sehe ich dich. Was? Ich sehe dich nicht. Falls ihr ein Beispiel gehen. Braucht, wie man Fliegetiere tötet, schaut euch einfach das Intro von Dexter an. Perfektes Beispiel. Einfach draufschlagen. I am durstig. Deinem Sieb, ich hab hier kein Sieb. Als ob du die Menschenrechte verletzt hast. Hobie, vielen Dank für dein Follow. 'Taugt der Patch, wie alle anderen Patches auch, leckt und buggt wie eh und je. Aber die Spawns sind cool. Was mich ja mehr nervös macht, dass die jetzt gar nicht mehr hören. Die kommt jetzt gerade unten auf den Boden zu deinem Fuß langsam und dann geht's los. Ich sehe ihn gerade, wie er mit den Füßen langsam hochgeht. Oh, so eine Lampe voll. Also die ist auch so dumm. Ich habe auch Respekt vor den Hundisten, aber wenn ich einen im Zimmer hätte, würde ich ihr daher einen schnellen und schmerzlosen Tod geben. Ja. Ganz einfach. Wenn ich keinen Respekt hätte, dann würde ich ihr die Flügel ausreißen, sie in Glas setzen und warten, bis sie tot ist. Aber das mache ich nicht. Und immer und wieder füttern. Ja, genau. Und dann warten und immer gucken. Schlag sie und dann kann ich in Ruhe schlafen. Und ganz einfach. Das Problem ist, dass die auch einfach nicht intelligent genug sind, wieder aus dem scheiß Fenster herauszufliegen. Das habe ich schon ausprobiert. Ja, wenn so ein... Wenn eine so Stunde gewartet, bis das Ding rausfliegt und es hat's nicht getan. Die fühlen sich einfach von deinem Sackgeruch angezogen, die wollen da gar nicht raus. Die fliegen und die Bienen sind auch irgendwie klug genug, dumm am Fenster rumzufliegen und die Hummeln, dass man sie einfach mit Glas fangen kann. Aber wenn andere Viecher sich am x-ten Ort der Wohnung verstecken in irgendeiner Ecke, ja, dann geht es halt nicht immer. Alter, die Diskussion ist aber, Leute, Mann, das ist doch kein Mensch oder kein Tier, das ist ein vergammeltes Insekt, Alter. Das rafft die Null da einfach nicht. Mann, ich. Ja, Bienen sind wichtig, ja, boah. Bienen sind wirklich wichtig. Ja, Bienen sind wichtig. Aber Hauptsache, dann Wände anzusprayen. Dann ist nicht. Die sind hier nicht die Bestäuber. Ich weiß nicht, warum wir darüber noch diskutieren. Umwelt auspacken. Ja, das ist ja auch so meine besser. Frage dann. Ich muss mal schauen, ob der Killer-Bienen-Honig verfügbar ist im Internet. Schon irgendwen gesehen? Nee, ein Zombie steht hier rum. Die Barrack ist sogar zu und alles noch zu. Rommelmagazin, mein zweites GZ, ja. Immer noch keine AKM. Er hebt die Waffe, also die Kamera sitzt, nachdem er die Waffe hebt, eigentlich in der Waffe, nicht im Scope. Er hebt die Scope viel zu hoch. Oh nein. Der Buchs zur Folge wird mit seinem Kommentar. Sehr gut. <geil. lacht> Gefängnis, bist du hier drin, oder was? Nein, nein. Hier ist keiner drin. Aber glaube ich, ist alles offen hier. Och, dieser Zombie-Mann.
Der Zombo. Moin, Hugin. Fertig gelootet. Ich lauf weiter. Selten. Kaleno, vielen Dank für dein Follow. Kann ich dir eine Pizza bestellen? In der Theorie schon. Ich habe nur, glaube ich, gerade gar keine große Lust auf Pizza. Louis. Aber ein andermal vielleicht gern. Jetzt bestellen die alle eine Pizza. Alle. Dann habe ich so 10 Pizzen hier. Mindestens. Sehr schön lustig. Schauen wir, wie weiterkommst. Warte, ich höre sie wieder. Die ist nicht mehr unkonstitutional, da fliegt sie wieder. Na, auf geht's, Runde Nummer 2. Eigentlich Nummer 3. Er fliegt oben, er fliegt immer an den Lampen. Die werden, glaube ich, vom Licht angezogen, die dummen Kackdinger, ey. Dann stellen die Leuchter ans Fenster, mach's auf. Nein, da kommt noch mehr rein. Ja, genau, da, deswegen ist die ja, glaube ich, erst reingekommen. Fuck, ja. Mann. Schlaf im Flur oder in der Küche. Langsam philosophisch hier. Das Ding ist, es artet auch langsam aus, Leute. Ich. Gleich kommt der Timeout-Hammer. Das hier ist ein Twitch-Channel und kein Moralapostel-Channel und kein. Also, ich bin toll, weil ich töte keine Hornissen-Channel und der eine tötet wieder. Das interessiert keinen Schwanz. Das gab's, glaube ich, bei hier das Netflix TV, die hatten letztes auch noch Nisse. Da haben sich Leute auch aufgeregt, warum sie die umgebracht haben. Ja, das, keine Ahnung. Zwingt keinen eure Moralvorstellung auf und es interessiert auch keinen von uns, ob ihr sie killt oder nicht. Es ist vollkommen. Boah. Kriegt einen Fleißsticker in euer Heftchen dann von uns. Oder was denkt ihr dabei? Er kriegt eine Hornisse ins Mutti-Heft. Ja. Kriegt kein Bienchen, er kriegt eine Hornisse. Du kannst ja, um der Umwelt einen Gefallen zu tun, Exe, kannst du ja heute gern noch losgehen und irgendwo eine Hornisse mit deinen Chemoflaschen an der Wand sprayen, um damit die Leute sich daran erfreuen können. Er hat die Kamera schon wieder nicht groß gemacht, ey. Nur so, quatschende Vollidioten. Ruhe im Karton. Die finde ich alle so groß. Ja. Wenn ich ein Schwein in meiner Stube hätte, wüsste ich, was ich morgen zum Abendessen esse. Hornisse? Nein, das Schwein. Hast du sie hier getroffen, Hendrik? Ja, sie ist jetzt Matschepampe. Wo bist du? Bist du schon mal in den Zelten? Und für die Leute, die das nicht aushalten, Hendrik hat sie gefangen und freigelassen. Wer hat sich überhaupt darüber beschwert? Ich hab das ja auch nicht mitbekommen. Ich höre euch nur beschweren. Ach, Exe macht wieder Diskussionen, den ich gleich auch timeouten bis zu bannen werde. Es reicht langsam. Es interessierte kein Jahr und es ist einfach nur mal so, dass der Chat langsam auch ausrastet. Deswegen. Ein Timeout der Exe doch einfach und dann ist gut. Ja, mach ich jetzt auch, Alter. Oder. Ja, ich mach's, Alter. So. Ich verstehe den Stress auch nicht, also bitte. Ich kann es nur nochmal sagen, ja. Ich verstehe diesen Stress in Antworten. Ich will abschließend nur einmal sagen, die Meinung von anderen, ja, eure Meinung sagt sie, aber nicht die ganze Zeit. Und das ist wie dieses, oh, ich bin Vegetarier, wieso isst du denn Fleisch? Oh, das kannst du doch nicht machen, Fleisch essen. Das Aufgezwinge von euren Moralen und aha, shut the fuck up, ganz ehrlich.
Vor allem, nachdem er gestern die Sprüche losgelassen hat, wie ich bin Assi, ich stehe dazu. Finde ich gut, ich mache was ich will. Und moralisch perfekt ist keiner. Ihr fahrt alle Bus, ihr fahrt alle Auto. Einiges bei den Typen. Jeder hat Kleidung von H&M, jeder hat fährt Bus, jeder fährt Auto, jeder hat irgendwas hat er, wo ich rangreifen könnte, genauso, ganz ehrlich. Das ist jetzt so gebrust. Ich bin jetzt kurz müde, ich muss Wände besprayen. Meine eigenen. Ich bin übrigens schon immer in den Zelten, ne? Ja, ich bin unterwegs. Um mal zu dem Thema zurückzukommen, worum es hier eigentlich gehen sollte. Um Zelte. Ja, qualitativ hochwertige Zelte, jetzt zum Sparpreis von 39,99. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Ja. Coolste Busfahrer ist immer noch Otto. Oh Mann. Ich hab das Gefühl, die Zelte sind so tot mit dem Loot. Was haben sie kaputt genommen? Ich finde hier gar nichts. Wasserflaschen, Helme, Hüte und... Ja, die haben ja auch gesagt, dass die Zelte da diese neuen, oder beziehungsweise die neuen, also diese unplatziert haben, von Balota auch scheiße sein sollen. Vielleicht haben sie den einfach genervt. Cookie, vielen Dank für den Follow. Bei den, an den Zelten hat man ja auch diese Unmengen von AKM-Magazine vorher gefunden. Die waren ja auch ein bisschen broken. Ja, aber jetzt sind sie ja schon wieder... Muss ich da überhaupt hingehen? Hier ist ja gar nichts. Oh, Nisse, vielen Dank für dein Follow. Aus dem Jenseits hinaus. Oh Mann. Zombo. Eine SKS liegt hier. Oh, ich finde das aber echt angenehm jetzt seit dem neuen Patch. Ich kann jetzt um Zombies herumlaufen während des Achsen und sie treffen mich nicht. Das ging davor absolut nicht. Da hat es zu sehr gelaggt oder zu sehr, weiß ich nicht. Nur diese Jump-Attacke von denen trifft manchmal trotzdem noch. Zockst du heute noch Battle Royale? Na, heute ist wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Vielleicht morgen eine Runde. Yeah, ein Windshield. Heißt lieber Windshield, ich sag das die ganze Zeit immer. Helmvisitor. Wie komme ich auf Windshield? Keine Ahnung. Ist ja auch eine Art Windshield, oder nicht? Also jetzt, maßgeblich geht es eher darum, dass du ein bisschen geschützt bist, aber... Läufst du gerade? Naja, ich glaube, das bist du. Naja, das bist du. Zelten, keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Was nicht? Das Server ist nämlich irgendwie relativ leer auf einmal, keine Ahnung. Zum Secret-Gefängnis, um nochmal einen coolen Server suchen. Mhm. Ist ja gerade gut eigentlich, dass er jetzt gerade leer war bei der ganzen AFK-GG von hier. Der hat nicht so einen Angriff, ja. Wo ist denn ATM PvP Action? Also wir hatten ja heute sehr viel Glück. Balota. Balota ist ziemlich viel los. Highlight. Oh Mann. Honisse war noch lustig, aber. Ja. Ne, in Balota die Zelte haben sie verschoben. Bringt der neue Helm was mit dem Scheiben an besonderen Schuss oder ist nee, ist Deko. Ist denke ich Deko. Ich muss oben unbedingt trinken. Er bringt, denke ich, ein bisschen was gegen Schläge, gegen Kopf, aber ansonsten ist das Deko. Hendrik, bist du ein Nerd oder warum hast du fast alles auf Nerd? Natürlich bin fast ich Nerd. Fast auf alles Nerd. Oder heißt du... Nee. Oder warum heißt du fast auf alles Nerd? Okay, so ist es. Steht da so.
Wenn die Zombies, wenn du die Zombies nicht siehst, das ist teilweise, gab es auch früher schon. Ist ein bisschen buggy. Einfach mal einen Server wechseln. Am besten aber auch erstmal wegrennen und nicht Server wechseln mit den Zombies am Arsch. Ja, woher will er wissen, ob er noch Zombies am Arsch hat? Ja, wenn er dann sich mal eine Minute hinstellt und wartet. I want to drink something. Irgendwie geht das schneller, habe ich jetzt das Gefühl, dass das Essen und Trinken weggeht. Trinken muss ich auch, machen wir gleich hier oben. Naja, sieht. Ich bin noch nicht mehr healthy. Ich glaube, irgendein dummer Gimmelzombie hat mich gehauen. Wieder, guck mal, du musst jetzt mal mit in deinem Menü, du hast jetzt auch so, ah, du hast nicht so eine Maske. Warte, ich gebe dir gleich mal meine Maske. Wieso? Ach so, weil es dann weg ist. Ja, ja, das sieht hammer, weiß ich nicht, so behindert aus. Schaust du nicht auch, was? Schaust du nicht auch als beim Lars zu? Meinst du Lasi TV? Schau ich ab und zu, ja. Jo. Lasi ist eigentlich ein relativ cooler Typ. Wir haben auch mal zusammen gestreamt, mal einen Tag. Ich weiß nicht, ein bisschen her. Zombie fährt dir hinterher. Ja, ja. Von Goku-Style. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, er ist aber immer durch die Wand gefahren. Dann soll ich den mal abschießen, weil ich kann nicht axten, sonst drop ich. Ich kann axten, warte. Ja, go. Geh da weg, geh da weg. Bei mir war der ganz woanders, du hast voll in die Luft geaxtet erstmal. Alter, was? Was machst du da? Ich treffe ihn nicht und der... Wieso holst du den Dose? Ich, was passiert hier? Warte, ich knall ihn ab, ey. Er ist wieder bei mir unten schon. What the fuck? Oh, Ruhe. Oh! Alter, auf einmal axtet was neben mir. Du warst gar nicht da! Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Alter. Das war Lukas, unfassbar. Er war bei mir noch gar nicht da. Geh auf einmal, ich axte und dann auf einmal plupp. Das hat ja zum Glück irgendwie in die Wand oder so eingeschlagen. Oh, ich muss jetzt auch müsst ihr jetzt auch mit Shift sprinten, ne? Ich drücke immer noch Doppel-W und dann fährt er einfach los. Vielleicht hast du Shift getoggelt. Muss mal Doppel-Shift klicken und dann ist es wieder andersrum, hoffe ich. Mr. Philly HD, vielen Dank für dein Follow. Hast du was zu essen? Nee, danke. Inventar sieht so müllig aus, finde ich irgendwie. Ja, das ist zum Beispiel Müll. Oh, das ist Müll. Das ist Müll. Pimmel's schon raus. Hau rein, bis morgen. Tschö. Gute Nacht. Tschüss. User disconnected from your channel. Oh, die ganze Packung hat nicht mehr Energize gebracht. Was ist denn da los? Weiß? Nee. Das ist Milk Powder, ich glaube, das wurde auch genervt, ey. Milk Powder. Ah, jetzt. Was machst du da? Gerade kurz Chat gelesen. So. Anton, ey. Au. Komm zu mir. Wenn er kommt, knall ich ihn und sagt. Oh, ja. Im Großen und Ganzen war nicht viel Neues. Ein bisschen Updates. Aber babahaft. Hat sich nicht so viel verändert.
Nachtechse. Achso, warte mal. Oh, aus Versehen Windows wieder. Was ist denn jetzt gerade los hier bei mir? Hier, zieh mir an. Ja, ist irgendwie nur in meinem Mund. Sieht ziemlich bescheuert aus. Voll abgeschnitten durch das Windschild. Aber. Hm. Bombo. Leben. Hier hinten auslangen oder was? Hast du mitbekommen, dass die ersten Fahrzeuge reingebaut wurden? Wurden nicht, die werden noch. Also es gibt ja noch keine Fahrzeuge, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, die haben auch schon die Modelle fertig, durchaus, ja. Aber die haben, die Dinger fahren ja noch nicht. Wieso wurde Ex jetzt schon wieder getermotet? Wir sehen uns nie wieder, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Wenn er das meint. Viel Spaß noch in deinem weiteren Leben, was soll man dazu noch sagen? Wegen einmal, ich darf meine Moral nicht predigen. Ich such's selber. Jeden Server, den ich anklicke, 50er Ping, 120er Ping. Na, nehmen wir den. Hast du? Jetzt, ja. Eine Millisekunde Headset ablegen. Scheiße, so viel ist in das Bild reinzuhauen. Ein bisschen länger als eine Millisekunde. Eine Millisekunde wird auch schwer. Man hebst das ja gerade an, muss schon wieder loslassen. Twitch-Drama, ey. Ich mag auch Züge. Mitgehen, gute Nacht und Martin auch nochmal gute Nacht. Jo, gute Nacht, ihr beiden. Darf ich einen Link zu witzigen Toten in Daisy Standalone posten, Cookie? Boah, kannst du machen, wenn du möchtest. Hau raus. Ich habe aber gerade keine Zeit, mir das anzugucken. Martin, geh schlafen. Wie ewig, please waited der jetzt hier. Ja, Martin, übertreibt's auch gerade ein bisschen. If you get stuck, double tap W and keep pressing V. Nächstes Mal, wenn der Chat so aus alles macht, einfach Sub only. Wir können noch drei Leute einfach gehen. Auskurzen. Ja, Pech ist doch so einfach so. Dann hast du nicht diese kleinen GZSZ-Ausraster, ja, dann, hier. Na, vor allem können sich die Leute, die da nicht beschreiben können, einfach ein bisschen beruhigen. Dann kann man den Fehler wieder anmachen, ohne irgendwas anderes zu machen. Halte ich für eine sehr gute Idee. Wenn du mehr herausfindest, wie du Subscriber-Only machst, weißt du den Befehl dafür nicht.
Das wird jetzt nicht so schwer sein zu googeln, oder? Ich hab das hier doch irgendwo eingespeichert. Hat es euch sogar gelinkt, den Ding damit? Gefängnis offen? Könnt ihr auch nicht mehr reden. /Subscribers auf zusammengeschrieben, macht's wieder um. Okay. Aber wer hat den Cookie jetzt getimeoutet? Ihr seid auch ein bisschen bescheuert. Ich hatte gesagt, er kann's posten. Mir hört auch keiner zu, ne? Nee. Genau deshalb will ich auch nicht mehr Mods haben. Wer war das jetzt? Ich nicht, ich bin am googeln gerade. Ich bin im Looten. Seit wann stream ich? Seit fast 4 Stunden. Man kann auch noch einen Commander geben, dass die Leute nur alle x Sekunden was posten dürfen. Naja, Slow Mode. Genau, aber jetzt einfach /Subscribers. Genau. Cookie, tut mir leid. Dann ist halt einfach mal kurz Ruhe, dann. Aber nur wenn es halt. Jetzt ist ja eh schon zu spät, denke jetzt, ich. Jetzt ist es spät. Jetzt oder nichts. Gut, es bringt natürlich nichts, wenn sich irgendwelche Mods streiten. Das ist zum Beispiel die Kanal fertig haben, aber allgemein. Poltrey, versucht das mal ohne das Ausrufezeichen, einfach mit dem Backslash. Müsste das funktionieren. Achso, ja, okay. Passiert ja. Ihr müsst, glaube ich, schon wieder reden können. Ja, kann auch. Ja, trotzdem. Aber auch wenn jemand ein Timeout ist, müssen wir anbannen, die Leute wiederholen. Es gibt, glaube ich, keinen Untimeout. Das machst du halt so, Hendrik, wenn du irgendwas was posten darfst, schreib einfach kurz deinen Namen im Chat, mit dir das posten. Weil falls jemand den Ton nicht anhat und nur so den Chat moderiert. Ja, aber dann muss ich jedes Mal raustammen und reinschreiben. Das würde den Sinn der Mods völlig kaputt machen. Weil die sind ja genau dafür sitzt ja da, dass es nicht permanent sein muss. Ja, aber klar, wenn ich jetzt nicht gerade was zu tun hätte nebenbei und das nur so nebenbei machen würde und dich nicht anhabe auf Sound. Dann einfach nicht timeouten. Ja, aber dann ist ja die Frage, wenn dann der Fall kommt. Was? Ihr dreht euch im Kreis ein bisschen. Ihr dreht euch im Kreis? Ja. Okay. Der Punkt ist halt im Grunde genommen, du bist für permanentes, komplettes Linkverbot eigentlich. Nee, bin ich auch für doch. Ja, schon, aber. Das ist ja eigentlich das Richtige. Ich meine jetzt nur, es geht halt dann. Es fehlt dann die Kommunikation, sowas. Naja. Weil wenn dann wieder was jemand postet und ich darf. Und du kannst nicht bannen, die anderen wollen nicht bannen, weil sie hören, das ist halt. Aber wie gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau gerade. Das läuft ja meistens einigermaßen. Nö, nochmal Tschüss sage ich nicht zu Martin. Das ist jetzt das 5. Mal. Mit einem /Timeout, leer Username, leer 1, kann man glaube ich mal den Link einmal kurz entfernen. Das Update ist eigentlich ganz okay. Buggt und laggt halt genauso wie vorher, nur sind halt die neuen Spawns drin, deswegen ist das eigentlich relativ cool. FK kurz. Aber ansonsten hat sich im Spiel nicht viel verändert. Bist du schon runter zu den Zelten? Ja, bin an der Straße. Biege jetzt in die Zelte rein. Ab. Dass man sich in das Gefängnis reinglitschen kann, nee, das wusste ich nicht. Kann man das schon wieder? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich immer noch, würde ich eher sagen.